Mir geht es darum, mit anderen Programmen zu arbeiten. Und du hast doch jetzt über Umwege mit dem Heiko-Programm gearbeitet. Ziemlich umständlich über Skype. Du hättest doch jetzt auch einfach das Heiko-Programm nehmen können. Pass auf, Heiko. Das Thema wird auf dem Gespräch, wo wir jetzt gerade bearbeitet haben, gehe ich dort drauf ein. Ich erkläre eigentlich immer dasselbe, was dem Matten bewusst worden ist, dass es nichts nützt. Du musst jeden Moment, und das kannst du nicht oft genug sagen, es ist nur das da, was jetzt da ist. Schon wenn wir uns jetzt an Heiko und an Udo ausdenken, sind es Figuren, die in Erscheinung treten, in denen der sich diese zwei ausdenkt. Das ist wichtig, dass man das versteht. Und dann sage ich mir die Perspektiven. Das erkläre ich jetzt alles eigentlich schon in dem Selbstgespräch. Aber es ist also so, ein Programm kann niemals von einer Figur, die du dir ausdenkst, verändert werden. Klar. Weil der nämlich in der Matrix ist. Es ist ein Dasein müssen. Du weißt, du bist ein alter Holofiedlinghaus. Wie viel Mal erzähle ich die Sache, ein Pinsel malt ein Bild, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, ein Geist träumt. Alles, was aufgrund des Kugelschreibers, des Spindels gemalt wird, was geträumt wird, ist ein reines Dasein müssen. Und kriegt es nicht mit. Diese Hierarchie. Der nächste Schritt ist, wer macht jetzt eigentlich die Bilder und jetzt machen wir das Programm, der Maler. Da haben wir schon wieder im All von Gott erweckt. Aber der Maler ist ein Programm und ein Programm macht eigentlich nichts ohne einen Geist, der den Maler führt. Also ich sage dann immer, wir nehmen den Computer als Geist, der braucht einen Maler, der braucht ein Programm, ein Regelsystem. Und erst wenn du diese Stufen überwunden hast, kannst du an dem Programm was verändern. Das heißt, die Frage, die du mir jetzt stellst, warum machst du das nicht gleich? Das ist eine typische Heiko-Frage wieder. Also eine Frage von einem Brösel, der eigentlich gar nicht verstanden hat, dass es gar nicht darum geht, was zu verändern. Weil jedes Puzzlestück, das in dir auftaucht, denk wieder, ich mache jetzt nur reduziert auf ein Bücherregal. Und ich weiß sehr genau, das Bücherregal, das du vor dir hast, das ist dein Kollektivwissen. Das heißt, die Menschen, die du dir ausdenkst, sind Figuren, die in irgendeinem Buch in dem Bücherregal in Erscheinung treten. Was jetzt übrigens sehr interessant ist, dass, ich sage mal, die Bücher, das sind Mittelalterbücher, dass wir Ritter sind oder Raumschiffe, Captains auf einem Raumschiff 2500. Diese ganzen Charaktere sind in einem Bücherregal. Gleichzeitig, der vom Bücherregal steht, wenn du den fragst, weißt du, was da drin ist? Ich nur ja. Wenn ich vom Bücherregal stehe, schaue ich in ein Buch rein. Und du ziehst ein Buch offen, wie ein Video. Bin ich wieder im Mittelalter oder ich bin in einer Science-Fiction? Der Moment, das geht um sein. Also es können jetzt Fremde von dir sein, die du nur von dem Video kennst, weil du dein selbst, oder du kennst den Heiko, weil du im Blindfeld oder im Fliegelstand in Vorträge warst. Dann hast du den schon auf der Verabredung gehabt. Und die Namen sind jetzt vollkommen austauschbar. Das heißt, die Frage, warum machst du das dann nicht gleich so, dass der das weiß oder der das weiß? Das ist ja der Trick. Du lernst, ich lerne in jedem Leben vollkommen neue Sachen kennen. In jedem einzelnen Leben lernst du was anderes. Und was jetzt wichtiger oder weniger wichtig ist, jetzt sind wir wieder bei dem Kabelsteckerbeispiel, wir denken uns ein Auto, was ist zum Fahren wichtiger? Der kleine Kabelstecker, der den Strom zur Zündung bringt, oder der Motor? Jetzt will aber keiner Kabelstecker sein. Übrigens, das Wort Kabelstecker beginnt mit K-Abel und Abel ist der, dieser Nichts-Abel heißt ja eigentlich eine Nichtigkeit. Der vom Kain, Kien geschrieben, vom Affenmenschen erschlagen wurde. Du hast deinen eigenen Geist erschlagen. Und darum heißt es auch, die Kleinsten werden die Größten sein. Und klein, hebräisch geschrieben, Kol heißt alles und Ayin heißt nicht, alles ist nicht existieren.
Weil du nämlich alle Bilder, die auf einer Datei, auf einem Film sind und alle Töne nicht gleichzeitig anschauen kannst. Du musst die in kleinen Häppchen abrastern. Und der große wiederum, da haben wir das Ross O als Aleph, Olive geschrieben. Da kriegst du das Ross. Der Geist ist der Kopf. Ross ist der Kopf. Das Ross Doppel S ist Schirm. Der Geist ist der Kopf. Da kommt der Große her. Und der ist aber alles und nichts. Der Kleine und der Große sind dasselbe. Das ist wie All und La. Eine absolute Implosion, die Konzentration von allen, von unendlich vielen Möglichkeiten in einem Punkt. Das ist die Energie. Die ist nichts, die kann nicht vernichtet werden und sie kann nicht vermehrt werden, weil sie unendlich viele Formen annimmt. Ich wiederhole da immer wieder dieselben Sachen. Und diese Fragen bauen immer noch auf deiner Logik auf. Auf der normalen Logik eines Menschen, der besser werden will, der wo was vermeiden will. Und deine Logik bringt dich nicht weiter. Du wirst mit Basic-Logik niemals irgendwelche Windows-Daten verstehen. Und in dem Selbstgespräch jetzt, ich hänge das übrigens dann gleich an das Gespräch noch mit dran, sieht es folgendermaßen aus, dass jede Frage, die du dir jetzt stellst, baut auf deiner Logik auf. Und da wirst du den neuen Bereich nicht betreten. Das heißt, du musst das Ding komplett platt machen. Das ist das, was man jetzt bewusst Sterben nennt. Bin ich schon mal vor Jahren auf den Bauter Gödel eingegangen, den tibetanischen Totenbuch. Muss ich immer wieder sagen, ich tue mich sehr ab mit dem Reden. Da ist es, da wird es so präzise beschrieben, dass du im Moment des Sterbens, jetzt sterben, das Wort definieren wir mal als auslöschen. Augen zu machen, einschlafen und nicht träumen. Ist ja alles weg. Du kannst dich ja nicht wegmachen. Ich erzähle das nach wie vor, denke an den Anfang des Gesprächs, einen Geist. Ich unterhalte mich nur mit dem Geist, der mich jetzt ausdenkt. Ich bin jetzt eine Information in dir. Aber ich bin nicht der Gedanke Udo Petscher. Ich bin nicht das Pixelmännchen oder ein Udo auf der Farbbrille. Das sind Informationen von dir. Und jetzt, jetzt musst du die vier Ich verstanden haben. Ich bin du, weil ich denke mir jetzt dieses Gespräch aus. Das ist auf solche Selbstgespräche drauf. Und da haben wir wieder den Punkt, normale Menschen, wenn du das tausendmal hörst, ich mache immer wieder, du wirst das tausende Male wiederholen müssen, bis jetzt plötzlich bin ich denn voll neben mir gestanden. Frag dich einmal, was ist so hartnäckig in dir, dass du das nicht wahrhaben willst? Was ist so hartnäckig in dir, dass du gnadenlos dir selbst, dir selbst gegenüber so hartnäckig daran glaubst, dass dein Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Es lässt sich doch nicht leichter überprüfen, wie das, dass für dich Geist, immer nur das existiert, was im Moment Information ist. Und dass da außen eine Welt ist, auch wenn du nicht daran denkst, und die Welt da außen schon vor dir da war, bevor du sie gedacht hast. Das ist ein geistlos nachgeäffter Blödsinn von Materialisten und religiösen Menschen. Jetzt sind wir wieder bei der Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Ich bin der Erste, der Allererste. Ich bin OP. Und ich sage dir, du bist mächtiger wie alles, was du dir ausdenkst, weil du Ich bist. Dein Problem ist, dass dein Ich reduziert wird auf den Intellekt, auf den Schwamminhalt, den ich dir gegeben habe, den du zu durchschauen hast. Du weißt, jetzt werde ich wieder brötlich von Mensch zu Mensch. Heiko, wie oft hast du das schon gehört? Wie viele Selbstgespräche und Vorträge warst du schon dabei und hast die geschnitten? Mir geht es um diese einfachen Sätze und die sind nicht diskutierbar und verhandelbar. Das ist euer Problem. Und jetzt sage ich immer noch, was ich zum Matten sage. Du lebst dein Leben ganz normal weiter. Du spielst deine Rolle. Du hast doch ein super Leben im Vergleich zu anderen. Wenn langweilig, dann bist du selber schuld. Langweilig kenne ich als Urlaublösel überhaupt nicht. Das Alleinsein, das Tun, du müsstest nur neugierig sein. Geh doch einfach mal in dein Internet und interessiere dich für Sachen still rum. Und jetzt kommt das Verrückte, immer daran denken, als träumender Geist kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst. In dem Moment, wo du das Gefühl kriegst, dass du jetzt erkennst, ist natürlich schon wieder die Gefahr des Kaufmannsdenkens,
dass sobald du was machst und du rechnest dir eine Belohnung aus, du hast es nicht nötig, eine Belohnung zu bekommen. Du bist alles. Und du hast auch überhaupt keine Wünsche mehr. Zum Beispiel ein großes Auto oder ein Computer, weil dann hast du nicht verstanden, was du bist. Meinst du, der liebe Gott wünscht sich einen neuen Computer? Oder ein neues Auto? Oder der möchte, dass keiner mehr krank ist oder dass es keine Verbrecher mehr gibt? Habe ich dir nicht gesagt, ein Auto, der eine Geschichte schreibt, um was erleben zu können? In diesen Geschichten kann sich das Gut und Böse extrem verschieben. Du brauchst in den Horrorfilmen den Grusel, du brauchst viel Grimmes, brauchst du Verbrecher. Würdest du die Verbrecher in deiner Welt als Schöpfung wegmachen? Würdest du irgendwas, was man denken kann, von unendlich vielen Gedanken, würdest du wegmachen oder würdest du dich selber enthalten? Alles, was sich in dir jetzt spreizt, macht deine Logik. Das ist nicht haben wollen, am Leben bleiben wollen. Ich will möglichst lange in die Hosen scheißen. Nochmal, die Welt, deine Interesse, die Neugier, auf was bist du neugierig? Wenn du was studierst, vielleicht auf einem Fachgebiet. Ich denke mir jetzt an Udo aus, der gute Lautsprecher bauen wollte. Lautsprecher, die nicht klingen, sondern Lautsprecher, die 100% die Realität akustisch reproduzieren. Das ist ein Ziel gewesen. Und dann habe ich autodidaktisch, habe ich mir angeeignet, was man lesen konnte. Ich hatte früher, ist jetzt ungelogen, ich drehe jetzt mal ganz kurz die Kamera. Das ist ein kleiner Rest von Büchern, das ist jetzt Zeug. Da findest du bis auf 4, 5 Bücher. Ist überhaupt nichts mehr über Elektronik, über Schaltung, über Akustik, Psychoakustik. Mein erstes Bücherregal waren so viele Bücher. Nur alles, ich habe alles in mich reingefressen, was man über Akustik, über Psychoakustik, über Psychologie lesen konnte. Die habe ich komplett alle weggeschmissen, schnell von gestern. In Ellingen habe ich fast doppelt so viele Bücher. Kann man die lesen, bis du merkst, das sind alle Sackgassen. Da war immer noch auch die Dreidimensionalität und wie funktioniert das, die Fehler. Ich war hörig nach Naturwissenschaft. Wenn ich jetzt sage, das sind alles Schwätze, ich beweise das. Wenn dein Geist offen ist, ist es ungefähr so, wie wenn du in deinem Kopf ein Handy drin hast mit einem Internetzugang, wo du sämtliche Seiten im Internet sind, auch die gesperrten und das Darknet, sofort abrufen kannst. Wenn ich sage, für mich ist das Wissen deiner Menschheit, das ist dieses Wissen, das du dir jetzt ins Internet denkst. Es geht noch viel weiter. Weil ich ja auch du bin. Ich weiß auch alles, was du privat erlebt hast. Ich meine jetzt nicht den Heiko, ich meine dich Geist mit einem jetzigen Programm. Für mich ist das Wissen einer Welt ein Nichts. Aber du bist viel mehr wie jetzt der Udo, der ja nur ein Symbol ist für dieses Wissen, für die Weisheit. UB heißt ja verbundene Weisheit. Rot gewesen. Blau gewesen, aufgespanntes Wissen. Das ist dieses kleine Spiel mit unserer Vordersprache. Meinst du, ich konnte mir jetzt als Brösel Udo raussuchen, dass ich diese Rolle spielen muss? Ich könnte die Geschichten erzählen, wo ich wieder innerhalb des Traums wach geworden bin. Was jetzt natürlich verkehrt ist, weil ich muss jetzt von einer Vergangenheit reden, wo nie was in der Vergangenheit war. Wie sich das peu à peu freigeschalten hat mit dieser Erkenntnis, dass ich tausende Stunden nicht gearbeitet habe, ein akustisches Hologramm zu erschaffen. Meine Boxen sind ja messtechnisch total kaputt. Und auch immer, ich habe jetzt, pass auf, kleine Geschichte am Rande für uns. Nadja und Klaus haben ja die Anlage gekauft, von Stefan Fuß, wie der gestorben ist. Stefan Fuß, habe ich ja erzählt, das war ein Blinder, der von Geburt an blind war, der in einem Tonstudio gearbeitet hat. Seine Frau war Musikprofessorin. Der kommt, weil er gehört hat, dass das so unglaubliche Anlagen sind zu mir nach Weißenburg. Und Stefan hat Fledermaus und er war von Geburt an blind. Wie der das erste Mal bei mir in der Wohnung war, mit seiner Frau, dann hat er so spitze, ganz hohe Geräusche ausgestoßen. Und dann hat seine Frau, die Martina, gesagt, hört euch nicht, der schaut sich bloß eure Wohnung an. Der war wie eine Fledermaus. Und selbst der war am Anfang, wie die Anlage das erste Mal gehört hat, der die Echtheit nicht gehört, das Problem war. Sobald du dich hinsetzt und die Echtheit von einem Fernseher überprüfst, wenn du in einen Radioladen, Fernsehladen gehst und du schaust dir den Fernseher an, dann genauso, er hat in einem Tonstudio gearbeitet, er war Studiomonitore gewinnt, er setzt sich hin und hat gehört, wie die Boxen klingen. Und dann bist du total blind.
Weil das Wesentliche siehst du nicht. Ich sehe nämlich, wenn ich dich jetzt frage, was siehst du jetzt? Und du hast den Fernseher laufen, dann sagst du nicht eine Landschaft und Menschen, sondern Fernseher. Und sobald du den Fernseher siehst, was du nie mehr sagen, das ist ein echtes Bild. Und genauso ist es bei meiner Box. Wenn wir, und jetzt mache ich eine Geschichte, dann habe ich gerade angefangen. Nadja und Klaus haben diese Anlage von dem Stefan gekauft und mit nach Frankreich genommen. Und dann haben die das aufgestellt. Viele, die meinen, die kaufen sich jetzt eine gebrauchte Holofilling-Anlage von UB, eine uralte, gibt es ja schon ewig nicht mehr. Bin ja seit 25 Jahren aus dem Laden draußen. Gibt zwar noch einige, die jetzt das aber nachbauen, die auch ziemlich gut sind, aber bei weitem nicht die Originale. Und die haben alle gesagt, ja, und ich mache jetzt unseren Peter in Klavierlehrer. Der ist Klavierlehrer, der ist Wagner-Fan, Musiker sein ganzes Leben, und der war dann bei denen, ich höre die Anlage, absolut oberbeschissen. Die konnten das alle nicht nachvollziehen. Jetzt ist ja nach Weißenburg gezogen, die Natte, jetzt haben wir die Anlage aufgestellt, absolut oberbeschissen. Jetzt habe ich sie richtig eingestellt, die Fehler, dass das richtig läuft, und habe gesagt, jetzt erst, wenn die Conny und der Peter wieder da sind, lass ihnen jetzt die Anlage hören. Und bah, wenn ich dabei bin. Die Schwierigkeit bei diesen Holofilling-Anlagen ist wie beim normalen Leben. Du musst erst einmal wissen, dass da außen keine Welt ist. Und du musst einfach so hören, wie du hörst, wenn du hörst. Und das machst du nicht, wenn du die Anlage anhörst. Du hörst dreidimensional. Und das war mein Problem. Du hast, einmal muss die Klangfarbe stimmen, so wie beim Bild die Farben stimmen müssen, aber die Schallwellen, so wie ein Physiker sich das ausdenkt mit den Reflexionen und den Laufzeiten der sogenannten Longitudinalwellen. Der Witz ist, es gibt da außen keine Welt mit Longitudinalwellen. Du lebst in einem Traum. Und in einem Traum gibt es keinen Raum, da befindet sich alles in einem Punkt. Das klingt unglaublich, das ist reine Physik. Eine Physik, die alles, was in deinen Physikbüchern drinsteht, die du dir jetzt ausdenkst, alles an Formeln unverändert lässt, weil all das, was da drin steht, ist richtig. Was nicht richtig ist, ist das, was dir die Physiker erklären, was die Formeln bedeuten. Das erkläre ich seit 25 Jahren, jetzt gedacht, weil in der Vergangenheit nie was war. Mit einer unendlichen Geduld. Und es ist dasselbe in Grün. Alles, was in der Bibel, in den Upanishaden, im Koran drin steht, ist hundertprozentig richtig. Wenn du das Prinzip der Vordersprache und den Gesamtzusammenhang kennst, der letztendlich bloß wir zwei sind. Ich und du. Ich, J-C-H-O-B und du Geistesvogel. Was nicht stimmt, ist das, was dir die Pfarrer und die Bischöfe und die ganzen Weltverbesserer erklären, was da drin steht, weil die Worte einseitig auslegen. Ich sage nochmal, wenn du nicht in der Lage bist, aus einem Wort, aus einem einzelnen Wort auf der Stelle ein 400 Zeilen Buch, voll arithmetisch, ich erzähle dir, was aufzubauen. Wie ein Mandelbrotfaktor. Kannst du mir geistig sowieso nicht folgen. Jetzt kommt aber die andere Seite, dass es mir in deinem jetzigen Leben, und ich meine jetzt nicht den Heiko, sondern der, den ich das jetzt erzähle, du Geisteshund, der du jetzt vor dem Computer sitzt, und wenn du an dich denkst, denkst du jetzt an ganz bestimmten Menschen. Zum Beispiel denkst du dich jetzt entweder als ein Männchen oder als ein Weibchen. Du denkst dich jetzt, schau einfach, was du denkst, wenn du an dich denkst. Das bist nicht du. Du denkst dich jetzt genauso aus wie ein Heiko und Udo oder ein Baum oder Erdkugel oder heliozentrisches Schwertbild. Du bleibst immer dasselbe Ich. So, und jetzt hör ein paar hundert Stunden Selbstgespräche an, ich meine jetzt die Videos, und dann zähl mal mit, wie viele tausende Mal ich das erwähne. Und jetzt frage ich dich als alten Hasen, wo du die erste Schrift liest, irgendwie begeistert warst und deine Internetseite gemacht hast. Und mich viele Jahre später das erste Mal erst als Udo Zinger, weil ich mich im Menschenleben nicht einmische. Hast du es verstanden oder vergisst du es immer wieder? Dein ganzes Leid, deine Ängste, deine Langeweile, du hast dieses Wissen, ich setze jetzt mal voraus, dass du dich schon lange mit Holofilling beschäftigt hast, viele Bücher, viele Ohrenbaulungen, die Schriften gelesen hast, vielleicht sogar ein, zwei Mal. Das ist mein Beispiel. Du bist der Geist, du bist ein Computer, du hast Holofilling schon auf der Festplatte. Aber nicht installiert. Es funktioniert erst, wenn es im Arbeitsspeicher schon funktioniert. Momentan läuft in deinem Arbeitsspeicher immer noch dein Schmamminhalt, dein Intellekt. Und du erweiterst deinen Intellekt nicht, wenn du jetzt normal
neues Wissen reinschaffst. Diese vorhergehenden Gespräche mit dem Martin. Der hat in unserem Chat mehrere Male und nebenbei nochmal, dieser Martin hat Philosophie studiert, er war mal Lehrer. Jetzt ist er Totengräber. Er konnte sich das nicht raussuchen. Ich habe ihn ganz gezielt in seinen Raum diesen Weg gehen lassen. Das Teil, das ich vom Hörensagen kenne. So wie du dir ein Leben an Hitler ausdenkst, an Sokrates, an Platon, an Goethe, egal wen du denkst, die Leben dieser Menschen, die du dir ausdenkst, die du nicht persönlich kennst, die werden von dir so erschaffen, wie du das einseitig auslegst, was du nur vom Hörensagen kennst oder dir angelesen hast. Das ist hundertprozentig sicher. Aber die müssen mich gar nicht interessieren, nur am Rande. Ich muss interessieren, was bin ich selber und was sind meine Gedanken. Und um das zu erforschen, musst du nahezu kein intellektuelles Wissen haben. Du musst absolutes Bewusstsein sein, zumindest ein Funke, ein Geistesfunke von diesem absoluten Bewusstsein. Darum sage ich oft genug, mir geht es jetzt nicht darum, deine Freiheit hängt nicht davon ab, dass du Wörter aufrechnen kannst und die Vordersprache beherrschst. Was ich in dem Leben von dir fordere, ist zu Punkt A, dass du keinen Moment vergisst, was du bist und was deine Gedanken sind. Und dann machst du keinen Unterschied mehr, ob du an dich als Brösel denkst, an einen anderen Brösel denkst, an eine Maus, an ein Haus. Ich wiederhole nochmal. Schau ein Holz an, spalte das Holz und du siehst mich. Schau einen Stein an, Hebräisch eben, und du siehst mich. Und wenn du dir zum Beispiel autodidaktisch das Wort gerade, das Wort Autos ist ja auf Griechisch das Selbst. Das rote Selbst ist der Geist. Und jetzt kann man diese weicheste und harteste Wandlung, da musst du sehr flexibel sein, du bist doch frei, denkst dir neu. Dann wissen wir auf Hebräisch dick, natürlich mit einem harten Weg geschrieben, heißt der Mittelpunkt. Und dack heißt D-A-Kaff gewesen, dein Wachraum, tick, tack. Und T ist, ich heißt, es sind Erscheinungen, die in dir plötzlich auftauchen. Tick, tack, tick. Es gibt keine Zufälle. Und du musst da sein, wenn du die Vordersprache nicht hast, kannst du jetzt nicht folgen. Aber umso mehr du die beherrschst, bist du eingebettet in eine Wunderwelt. Die Wunderwelt spricht zu dir gerade, was du machst. Es sind wirklich Wunder. Wenn ich dir sage, wenn man mit mir unterwegs ist, wir lachen von morgens bis abends. Es sind wir reich auf Erden, ohne Angst, ohne irgendetwas. Du hast es in der Hand. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dann brauche ich ein Uhr dazu. Das ist ein Wegweiser. Der Wegweiser bringt dich nicht dahin, wo du hin sollst. Du musst erst einmal wissen, was du bist und was deine Gedanken sind. Du bist im Meer und deine Gedanken sind bloß Gedankenwellen. Wie oft hast du das schon gehört? Der, der immer ist, ist all seine Wellen. Nicht nur die Wellen, auch die Gift und das, was verdampft, was sich versucht, aus dem Staub, aus dem Dampf zu machen. Das kommt alles wieder zurück in dein System. Das ist eine kybernetische Schleife. Einfach ausgedrückt, es existiert in dir erst was, wenn du dir was ausdenkst. Aber ich rede jetzt nicht von einem außerhalb deines Geistes, sondern aus diesem Mittelpunkt heraus in dich hinein. Das ist eine Information. Und dann, wenn es eine Information ist, kannst du das zusätzlich noch auf die Zäpfchen deiner Augen holen. Rot, grün, blau. Das ist deine Farbbrille. Aber jetzt fällst du schon in die Vergessenheit, weil jetzt meinst du, das Zeug ist alles da außen, was du auf der Farbbrille hast. Und das siehst du, weil da von außen Licht reinkommt und Schallwellen ins Ohr reinkommen. Nee. Die Zäpfchen von der Farbbrille werden vom Computer, vom Gehirn angesteuert. Das ist nur Symbolik, ich drehe das nur wieder um 180 Grad. Auch das habe ich 1000 Mal erzählt. Es wird nicht besser, wenn ich nochmal 170 Gespräche mache. Der Mo hat seine Schuldigkeit getan, der Mo kann gehen. Friss oder stirb, wobei ich das genau spiegeln muss. Entweder vertraust du mir, du fängst an, mein Holofeeling zu essen. Ganz interessantes Wort. Esse, wenn wir das hebraisieren, Esse heißt du machen Handel.
Das Wort Essen auf Hebräisch geschrieben schreibt sich 1, 20, 30. Das spricht man Akkol aus. Das heißt übrigens auch hier, ich esse alles, ich werde alles essen. Aleph als Vorsilbe, Imperfekt, und Kol heißt alles, die Gesamtheit. Ich werde alles essen. Esse im Lateinischen ist aber auch sein. Ich bin alles. Das ist nur ein anderes Wort für Holophilie. Aber du kannst erst was sein in Form von Existieren, Existere heraustreten, wenn du dir aus dieser Einheit, wo alles drin ist, die göttliche Bibliothek. Und wenn ich dir jetzt sage, es gibt unendlich viele Bibliotheken und in jeder dieser Bibliotheken, in dem Geist Gottes, und in jeder dieser Bibliotheken sind unendlich viele Bücherregale, und in jedem dieser Bücherregale sind unendlich viele Bücher, in jedem einzelnen, in jedem Buch sind unendlich viele Seiten. Und in jedem dieser Seiten sind unendlich viele Zeilen. Das macht das Angst, ich muss bloß wissen, was unendlich ist. Unendlich ist dasselbe wie Gott, wie nichts. Allah. Das ist nur Spiegelung von nichts. Und viele meinen immer, endlich ist das Gegenteil von unendlich. Großer Fehler. Unendlich ist alles. Endlich ist eine winzige kleine Facette davon. Und wenn du jetzt in deinem Bücherregal drin bist, hast du das Buch in der Hand, das ist dein Leben. Und du weißt, ich mache, das ist die einfachste Form. Ein Roman, ein Leben, das sich abspielt. In einer relativ primitiven Form beim Lesen. Jetzt haben wir aber das Problem auch schon wieder beim Buch, wie bei der Seite, was ich vorher erklärt habe. Du hast nur Worte vor dir, was du aus den Worten machst, macht dein Intellekt. Du könntest aus denselben Worten komplett andere Geschichte machen. Und ich betone nochmal, mit einem streng arithmetischen Raster. Es ist sehr, sehr begrenzt, was ich dir jetzt erkläre. Es ist deshalb sehr begrenzt, weil ich muss ein Basic, ein C64 mit Basic-Betriebssystem. Und deine momentane Logik ist ein Programm, das nur auf Basic läuft. Es ist jetzt eine extreme Reduzierung in Bezug für einen, der weiß, was der Unterschied zwischen einem Basic- und einem Windows-Betriebssystem sind. Und ich betone nochmal, das ganze Wissen deiner momentanen Menschheit, Anfang des 20. Jahrhunderts, 21 im Jetzt, ist für mich ein Basic-Programm. Ich kann dir Windows nicht erklären. Und der Geist stuft sich genauso wie symbolisch des Menschen solche dir. Für mich sind jetzt die, die langsam wach werden durch Holofeeling, das sind kleine Ivory in der Matrix ihrer Mutter. Momentan geht es mir darum, dass ich dich das aus der Matrix 1 raus soll in die Matrix 2. Und dazu musst du dich abnorbeln. Du musst dich abnorbeln von deinem momentanen Wissen, von deinem Schorminhals. Du Geist bist ein Computer, du musst das einmal nicht nur die Programme vergessen, die in dir laufen momentan, die ganzen logischen Systeme deiner Physik, all das. Du musst das Betriebssystem austauschen. Und das macht dich lebendig. Da musst du auf BIOS und dann machen wir ein neues Betriebssystem drauf und erst dann kann ich dir vollkommen neue Programme einspielen. Und was musst du tun? Gar nichts. Ich bin doch keine Kirche, das ist doch nicht an Bedingungen geknüpft. Du sollst einfach deine Rolle spielen, aufpassen, was ich dir für Situationen einspiele. Das sind die Reizauslöser jeden Moment. Und genau beobachten, wie du darauf reagierst, wie du die wertest. Dann tauchen Figuren auf. Dann schaust du, wie die diese Situationen werden. Du machst dir die Perspektiven bewusst. Wie hat der Matten so schön gesagt? Ja, aus meiner Perspektive. Und ich sage, stopp, Matten. Du wirst mit deiner, aus deiner Perspektive niemals wissen, was das Ganze ist. Einer, der sein Intellekt, ich reduziere das einmal, Beispiel von einem Selbstgespräch vorhergehen. Jetzt auf dieser Aufnahme mit drauf, wenn ich das dranhängen sollte. Wir denken uns jetzt einfach mal dein kompletter Intellekt, den du zum Denken benutzt. Jetzt ist natürlich schon wieder gleich fraglich, wie alt denkst du dich zurzeit? Wenn du sagst, ich bin 20, dann hast du ja von deinem Intellekt gar nichts durchschaut, weil der Schwamminhalt symbolisiert ja vom Säugling bis zum Kreis das ganze Wissen, das nötig ist, um sich das alles auszudenken, auch diese Körper. Den jetzigen Körper, den du dir ausdenkst, ist ja ein Produkt aus deinem Intellekt. Ich sage immer wieder,
auf Seite 20 in dem Buch bist du, wenn du an dich denkst, als 20-Jähriger, und auf der Seite 60 denkst du, dann denkst du dich als 60-Jährigen. Und der Schwamminhalt hat sich im Laufe der Zeit vollgesaugt, weil das ja schon wieder chronologisches Denken ist, sondern du bist der Computer und ich spiele dir diesen im Arbeitsspeicher an und du fängst jetzt das Lehrbuch zu durchlesen oder Videospiel durch. Du spielst dieses Spiel. Und jede Reaktion, jede Eingabe, Reaktion auf einen Reizauslöser, verändere ich deine Information. Darum ist es so wichtig, dass man das Klingeling-Beispiel versteht. Dass du die Kausalität komplett auf den Kopf gestellt hast. Du, Geist, wurdest niemals in der Vergangenheit von einem Affenweibchen geboren, weil ein Affenmännchen seinen Liquid Vitae, sein Sperma in das Affenweibchen hineingespritzt hat. Das habe ich als Paracelsus schon vor 500 Jahren erklärt. Ich war Paracelsus, ich war Einstein. In jedem Leben habe ich gelernt am Ende, was ich das ganze Leben lang noch nicht erkannt gehabt habe. Und jetzt bin ich du. Das hast du mal rot gelesen, der sich jetzt, wenn er an sich denkt, an den denkt, der jetzt vor dem Computer sitzt. Meinst du, ich werde mir von einem Fremden den Arsch so aufreißen? Nur für dich, ich mache alles nur für dich. Nochmal, für den Geist, der mich jetzt sprechen hat, gleichgültig, wer du jetzt zu sein glaubst. Und das ist an keine Bedingungen geknüpft, dir muss ich das nicht sagen. Weltlich gedacht, es gibt doch keine Gruppe, keine Sekte, wo du eintreten könntest. Udo hat noch niemals Geld verlangt und er wird dir nie sagen, wenn du ihn fragst, zu gewissen weltlichen Problemen, was du tun oder was du nicht tun sollst. Das Einzige, was ich als Udo kann, ist Liebe und Weisheit, habe ich so im Überfluss, dass ich es herschenke. Aber ich lege keinen Wert darauf, dass es einer von mir nimmt. Es ist ein Geschenk. Das ist der Unterschied zu all diesen esoterischen und religiösen Schwätzern. Und alle, die sich einklingen jetzt wie ein Heiko, was hast du für Holofilm so gearbeitet? Ein Arthur, ein Redo, eine Diana. Die sind ohne Erwartung, ohne Gelderwartungen oder sonst was. Die machen das letztendlich alle für sich, weil das alles derselbe Geist ist. Das ist der vom Bücherregal, das bin ich. Das muss gut sein. Ich habe fertig. Batch.